Also jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. So, irgendwo hier. Die haben ja gesagt, da sollen so ein Eingriff tot in der See sein, was eigentlich gar nicht sein kann, weil ich da keinen See gesehen habe. Ich weiß nicht, was die meinten. Ich habe auch keine Ahnung, was die meinen. Für mich ist ein See blau, ja? Ein Eingriff tot in der See ist für mich Eis, also ne, auch blau. Aber ich habe mich irgendwie ein bisschen wieder verirrt. Ich glaube, das muss hier hinter sein. Oder hier oben. Ja, hier oben. Jetzt erzähl mir mal einer, wo soll das ein See sein? Obwohl das, also, das ist niemals eingefroren. Nein, 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 nein. Hier, das sind bei die Burg, Perry. Und zwar ist die offen. Hier kann man einfach reingehen. Alles klar. Von wem ist Von die? Huans. Achtung, hier unten am besten nichts boxen. Hier sind zwei Wölfe, die sind aber noch nicht aggressiv. Der Fabricator ist leer, glaube ich. Nur der Rest noch nicht. Ja, hier sind Hier noch liegen Castle auch Walls und zwei. sowas. Castle Floating. Was ist ein Floating Tile TC? Jo, er nimmt einfach alles. Warst du das? Nein, der Tod. Der Tod geht hin und. Oder warst du das? Weiß ich nicht. Ich habe nur Metall genommen aus den Okay, Öfen. das war der Tod, der geht hin und nimmt einfach alles. Also hier ist noch 100 Kristall. Da können wir dann ach, zuerst mal farmen fürs nächste erledigt. Ne? Müssen wir ein bisschen bauen. Die Leute können wir auch leer räumen. Nur die Steine sind drin. Nicht töten, ne? Nur die Ausrüstung mitnehmen. Weil Nimmt Offline-Raids. die Steine auch mit. Ich weiß nicht, ist das Offline-Raid? Ich glaube, das ist Richtig kein geil. Offline-Raid. Müsstest du aus Oder nimmt offen. alles mit. Nö, Nee, ne, gehen die das ist Leute? ja einfach offen. Man kann ja reingehen. Außerdem kann ich ja nicht sehen, ob einer aus dem Clan online ist, weil die Admins nicht geschafft bekommen. Oder diesen. Weißt du, bei unseren anderen Servern war es so, da stand immer so Unclaiming in so und so vielen Tagen. Ne? Ja. Weißt? Das steht hier nicht mehr. Das steht hier nicht mehr. Und dann kann ich ja nicht wissen. Wenn ich im Chat frage, yo, ist einer von euch hier noch online? Ne? Dann, als ob mir irgendjemand antworten. Alter Perry, einer von denen war vor kurzem sogar online. Der hatte Fleisch dabei. Dann ist es gar Lol. kein Online-Raid mehr. Der hier, der Dead Shader. Wo Der war ging vor die kurzem denn? online. Hier unten in der Ecke. Ich habe dem bei dem gerade gebratenes Fleisch genommen. Und hier im Dingsbums ist auch noch gebratenes Fleisch im Lagerfeuer. Ja, Leute, wir sollten uns beeilen, weil der eine hatte gebratenes Fleisch dabei. Ja, Kann ich sein. weiß. Ich hab's auch gerade Deswegen bemerkt. ganz schnell. Ja, der Fabricator dürfte leer sein. Der Generator weiß ich nicht. Das gilt durch als ein Online-Raid. Das gilt durch als ein Online-Raid. Die sind bestimmt offline gegangen, kurz genau als wir die Basis betreten haben. Somit war es ein Online-Raid. Okay, Leute, wir fliegen los. Alter, die haben richtig dick verloren. Aber wieso haben die so komisch gebaut, dass man die looten kann? Und wo haben die das ganze Zeug her? Die haben 600 Perlen. Irgendwo muss man Perlen farmen können. Hier haben wir anscheinend einen Ja, Perlenspot wahrscheinlich gefunden. vielleicht einfach viel gelootet unter Royal Perry, Wasser. hast du den Stream an? Ja. Guck dir das mal an. Ich habe ein fliegendes Mehmet gefunden. Mehmet? Ja. Der Mehmet. steckt in den Bäumen fest. Und ein T-Rex da drunter macht die jetzt kaputt, indem der dagegen läuft. Lol. Warte, was passiert, wenn ich das, den Baum um. Hä? So sind die also ausgestorben. Aber wenn Jetzt man den einmal angreift, dann frage ist ich er dir. unten. Okay. Wenn man den einmal angreift, ist er unten. Ist ja eine Alpha. Man darf immer noch nicht vergessen. Ark ist eine Alpha und somit sind Bugs natürlich vorhanden. Aber du siehst, da vorne ist schon die erste Neuerung. Das wird heute innerhalb von 2 Stunden vielleicht aufgebaut. Ne? Die haben richtig Gas gegeben. Haben sich sogar noch so ein Gürteltier gezähmt. Hier haben wir nochmal eine Burg. Die Mauern stehen schon. Was haben wir hier? Warte, warte. Wo ist unser Special? Da, Fortress. Guck dir das an. Der Fortress, Alter. Der Fortress, wenn der das sieht.
Dann kommt er gar nicht mehr online. Dann holt er. Dann wandert die Hand erstmal in die Hose. Aber das Ding ist auch gewaltig, ne? Wenn man sich das mal von oben anguckt, ne? Guck mal. Wir haben da vorne ist ein Kanu. Das kleine Ding ist ein Kanu. Und der Giga ist einfach 6, 7, 8 mal so gewaltig. Einfach eine Maschine. Und irgendein Dino folgt mir noch. Das müssen wir ändern. Der eine vielleicht. Hallo. Mucka, schon mal in Quetzel. In den? Inside Corner. Okay, also die haben auch noch so... Da ist doch einiges drin, ne? So, ja okay, da ist... Nicht so viel, aber ein bisschen Eisen. Aber halt diese Castle-Dinger sind nice. Nice. Gut gemacht, Leute, gut gemacht. Irgendwo vor mir. Es leckt auch schon, so als ob der was aufbaut. Ja, da baut der das schon, oder? Nee. Da baut der Steine auf. Wo ist denn das? Hier ist ein Floß. Ja, doch, hier ist es, hier ist es. Okay, da ist jemand drin, Curry. Ich verstecke mich so lange außen. Wenn es Nacht wird. Wir können unsere beiden Dinos einfach immer, also die haben da keine Geschütze, wir können da reinfliegen, die parken und zu Fuß reinlaufen. PvP ist erlaubt. Ich habe eine, diese Waffe, mit der ich die instant betäuben kann. Also wir können aussehen, ob wir die betäuben und dann komplett leer looten. Weil ich habe auch Narkotics und so, dann können wir die vollpumpen ohne Ende. Oder wir können die sogar töten, obwohl das ist das Problem. Es kann sein, dass wenn ich die anschieße, dass die Dinos auf mich gehen. Hier, ich bin hinter dir. Im Wasser. Hier, hallo. Komm mit. Wir nähern uns ganz vorsichtig. Ich lande da jetzt einfach drin. Aber die Türen sind zu, oder? Die Tür ist zu. Shit. Das ist nur Holz, ne? Das ist nur Holz. Klopf, klopf. Steht hier eigentlich ein Quetzel? Lol. Der Mammut geht auf mich. Lol, hast du dagegen, hast du geklopft? Ja, mit der Axt gegen die Wand. Das fand ich immer noch nicht gut. Jojojo. Hallo? Mucka, wie wäre es? Wir raiden die jetzt. Oh, ich weiß nicht. Eigentlich sind die ganz nett. Außerdem haben die doch nichts mehr. Ich hab die doch jetzt schon ein bisschen beklaut. Ich nehme mir gerade die Sachen an. Schieß ja. Das mal mit an. Das hat mich geschlagen. Ey, die haben sogar, die fangen an hier mit einer Eisenwand. Ich klopfe mal an der Tür. Hallo? Hallo? Was haben die denn für Dinos? Oh, Level 246er Adler. Level 261er Adler. Level 209. Oh shit, aber die haben gute High-Level-Dinger. 218. 165. 210 ist das Mammut. Ich glaube, das hat ein bisschen mehr HP. Level 226. Also die haben schon ordentliche Dinos. Level 30er. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen können. Oder wir greifen die wirklich an. Sollen wir testen, Perry? Ja. Schick mal die Jungs rüber, die sollen mal hier hinkommen. Antjenny, wie kommt man hier hin, alle? Mit einem Quetzel? Ich habe noch ein paar Granaten, wir können hier ein bisschen Spaß haben. Ich muss noch einmal eben trinken und essen.
Wir gehen da mit den Dinos rein. So, getrunken. Flasche ist voll. Ich weiß ungefähr, wie die Base aussieht. Wir können hier eigentlich gleich mit Granaten durchstarten. Okay, die sind auf dem Weg. Ja, nimm mal ein paar Granaten mit, der Tod. Und den Quetzel, dann können wir das Mammut schmeißen hier einfach ins Wasser. Das Mammut schmeißen wir einfach ins Wasser. Weil ich will nicht unbedingt hier Dinos töten, weil das Problem ist, wenn wir jetzt zu heftig raiden und alle, also nur die neutralen Dinos kaputt machen, dann lieben die den Server, soll ja auch nicht sein. Wir möchten ja keinen verjagen. Machst du da oben jetzt das kaputt? Munkelt man so, ja. Man hat nur noch 4000 die Decke hier. Weißt du, wo ich einbrechen möchte? Ich werde hier, wenn du das im Streamer guckst, ich werde hier einmal aussteigen. Aber das geht gar nicht so einfach. Hey, Shooty Boy! Haben die gut gebaut, dass man da nicht landen kann. Oder man kann einfach hier landen. Obwohl doch, wenn man hier einfach die Granaten so hoch wirft. Aber guck mal, die haben so Dächer gebaut. Die Form, die die da unten bauen möchten, ist schon sehr anregend, ja. Wir haben sogar, glaube ich, C4 noch, Perry. Perry! Nebenbei, hier hättest du auch kaputt machen können, weil hier haben die Dinger nur noch 1000 Holz. Die wurden anscheinend schon mal angegriffen. Die haben nur noch 1000. Aber weißt du was? Ich helfe dir mal einfach. Wie viel hat deiner noch? Da unten. Okay, komm. Aber solltest du nicht draufstellen, ne? Dann fällst du rein. Nee. Oh, und da fliege ich jetzt rein, bitte. Sorry. Nein, ich konnte nicht. Ich bin daneben geflogen. Oh, Mucke. Ah, ich loote noch nicht. Ja, ich war ja hier schon mal. War ich hier oder war ich eine Etage tiefer? Ich glaube, ich war eine Etage tiefer. Da haben die nochmal genau dasselbe. Da haben die auch so, da haben die... Ja, nee, aber da hier ist die Tür, wir haben die Tür hier offen gelassen, wir können auch runter. Okay, warte. Hier ist das Bett, lass mal das Bett kaputt machen. Aber oben in den Völlig ist es auf jeden Fall Metall. Okay, ja, die hatten hier unten eben auch noch 10 oder so von den dicken Dingern. Von diesen, wie heißen die? 10 von den Schmelzdingern. Nicht elektrische, sondern normalen. Hier ist noch ein Bett, hier ist noch ein Bett. Ne, es muss noch eine Etage nach unten geben. Wir sind in der Mitteletage. Aber ich habe wie gesagt, wir haben noch Granaten und alles dabei. Ja, dann können wir gleich einfach die Tür da wegsprengen. Guck, hier drunter sind die. Warte, ist da noch? Guck mal hier rein, Mucke. Wo bist du denn? Hier oben. Ja, guck doch mal da oben rein, da. Ja, warte, ich guck mal dein, was die hier haben. Verschlossen, okay, den müssen wir kaputt machen anscheinend. Ja, da wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Aber in dem, der ist nicht verschlossen. Ja, okay, hier haben die wieder Polen. Ach, das ist aber nett, das ist aber nett. Was haben die hier? Eisen, okay, ja. Seid ihr am Strand? Ja, wir sind am Strand. I can only tell me how to get stuff from there. Cementing passage, schräges Metall. Ja, nehmen wir alles mit. Dankeschön. Hier ist das. Okay, Perry, komm mit. Ja, gut, wir müssen ein bisschen improvisieren, Perry. Wir müssen. Okay, da unten geht's weiter. Ja, wenn wir jetzt da runter springen, dann. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch, ne? Okay, warte, ich mach's anders. Kommst du nicht durch die Tür. Ich mach's anders, warte. Okay, die sind schon da, die sind schon oben.
Wir machen mal ein bisschen Platz hier für die großen Vögel, damit wir einbrechen können. So, das heißt, die Adler können jetzt schon mal runter. So, auf geht's! Und hier geht's nochmal gleich. Moment, Moment, Moment. Geht mal weiter. Okay. Okay, jetzt kommen wir ganz unten. Okay, ich jump da mal rein. Jo, genau so, genau. Hier waren nämlich die anderen Sachen drin. Ah, die haben wieder was Neues gemacht. Ich weiß gar nicht, obwohl ich glaube, ich habe alles. Wie viel Eisen haben die hier? Ah, die haben dann nicht. Die machen hier Gasolin und sowas. Gasolin ohne Ende. Alter, die machen richtig viel Gasolin, ich glaube, in jedem Ofen. Holz. Okay, alle Schränke sind mit PIN-Code, das heißt, wir müssen die alle aufmachen. Habt ihr noch Granaten? Die sind, glaube ich, noch auf dem Weg, die Granaten. Die haben die anderen Boys dabei. Okay, okay. Ja, wir nuken gleich die Schränke alle weg. Boah. Also, das Feuer brennt, davon geht man automatisch aus, dass. Dass das ein Online-Raid ist. Keine Ahnung. Sollen die Admins halt, falls die offline sein sollten, sollen die Admins den Server besser einstellen. Was zum Teufel ist Berry-Paste? Boah, aber wir haben uns hier gut durchgenukt, wenn du dir das mal anguckst. Nett, nett. Mucka, warst du letzte Woche in den Ferien bei dunklen Stream? Ich war bei meiner Freundin, ja. Ne, beziehungsweise meine Freundin war bei mir. Hab ich gesagt, ich war in meiner Freundin. Meine Freundin war bei mir. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, hat keiner gesehen. Nichts passiert. Ich bin nicht außen nach unten gefallen. Nein, nein, mein Vogel. Mein Vogel ist auch nicht nach unten gefallen. Oh Gott. Soll ich dich holen? Nein, nee, passt schon. Ich habe einfach Anti-Enemies-Kürzel genommen. Ja, dann haben die. Ah, jetzt ist er draußen. Lebt. Aber die Typen sind nicht da, ne? Kann sein, dass die farmen sind. Die sind definitiv farmen, die kommen wieder. Wir müssen uns beeilen. Die kommen wieder. Wir müssen auch oben auf PvP-Kurs sein. Die hatten ein Quetzel, weil letztes Mal, als ich gelootet habe, waren die auch mit dem Quetzel unterwegs. Da sind die gerade, also einer war so in der Base, aber ich muss zugeben, der war leicht AFK. Der hat auf die Map geguckt, der sah ungefähr so aus. Also der Autotacker, nächster Schrank. Sehr, sehr geil. Wo bleiben die anderen denn? Wo bleiben die Granaten? Im ersten Schrank hier, den weiß der gemacht haben, war eine Autosniper. Die sind nicht fähig, das zu finden. Autosniper, nice. Habt ihr alles mitgenommen? Ja, ja. Eier haben wir genug. Eier haben wir genug. Narcoberries ohne Ende. Aber davon haben wir ja eigentlich. Ja, okay, wir stellen ja das anders her, ne? Die Sache ist, wenn man das mit diesen, mit den Mörsern herstellt, dann kannst du das nur bis 100 stacken. Wenn du das aber mit unserem Gebäude herstellst, kannst du das höher stacken. Ich guck mal oben, nicht, dass die wiederkommen. Nicht, dass die wiederkommen. Obwohl ich eigentlich unten auch gern kaputt machen würde, aber ich guck mal, hier oben sind noch ein paar Sachen. Kann man hier auch was mitnehmen? Fertilizer nehmen wir mit, der liegt ja nix. Ah, die ist verschlossen. Aber eh nichts drin. Schade. Das ist lustig. Ich überlege, ob die was gegen uns machen können. Die haben zu zweit eben gespielt. Da waren nur zwei Leute. Ich bin ja auch unten einmal durchgelaufen. Wir nehmen den ja nur ein paar Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass alles weg ist. Dinos und so sind. Es wird ja alles noch da sein.
Ey, Quetzal, hör mal auf rumzulaufen, danke. Ich will schon mal ein bisschen einlooten. Fange ich schon mal mit dem Looten an. Oh, Perry, die hatten hier noch mehr Polymer. Blümchennehmer. Zweiter Schrank ist kaputt gegangen, habe ich gehört. Wir sind schon beim sechsten. Aber das Beste war am ersten. Ja, es kommen ja noch. Es kommen noch ein paar. Alter, mit dem Schwert geht das mega schnell, die Schränke kaputt zu machen. Ja. Damit machst du auch die Dinos mega schnell kaputt. Okay, der Tod, nicht ganz nach unten. Eieiei, was ist mit dem Tod los? Alles. Wow, das Loot. Ein Brontoknochen. Krasser Scheiß. Ja, oh. Wofür braucht man die eigentlich? Für diese Trophäen, um die Bosse zu looten. Also. So, da bin ich. Ja, oder wollen wir das so, dann müssen wir das nicht wasten. Dann machen wir das so einfach kaputt und ich lagere oben schon mal das ganze Metall ein. Ja. Ich überlege, die waren nicht in der Base, ne? Die sind noch unterwegs beim Fahren. Die sind irgendwo, ja. Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen. Obsidian, scheißegal, ob wir es brauchen, wir nehmen es einfach mit. Wiegt sehr viel, deswegen gehe ich mal schnell zweimal. Kohle schadet nie. Das Eisen ist weg. Blaupause, Gewicht. Oh, wir haben eine Blaupause für einen Rifle, Metallpfeile, nehmen wir auch mit. Das lassen wir alles. Da war ein Quetzsattel drin. Na gut, ein Quetzsattel können wir immer gebrauchen. Warte mal hier. Oh, die haben erstklassiges Räucherfleisch, haben die schon. Nice. Perry-Paste. Nehmen wir alles mit. Alles, was wir nicht kennen. Fleisch. Und wäre das einmal zwei, würde ich sagen, das wäre geduped, ey. Ich glaube, das war. Der Kühlschrank war. Sah fast gleich aus. Nehmt ihr die Narkosemittel mit? Säbelzahn, Tiger, Sattel. Da können wir doch alles mitnehmen. Wieso lasst ihr das liegen? Alles mit. Leder, Dome nicht. Faser und Dome auch nicht. Obwohl, Fasern könnte ich ein Stick mal für mich selber mitnehmen. Help, please. Wer war das? Ich nicht. Ich hoffe, das war einer von unseren, aber die Stimme kannte ich jetzt nicht. Wer war das? Erstmal hochfliegen und gucken, was ist. Ja, da ist ein Spieler. Ne, das ist kein Spieler. Sah nur so aus. Und hier ist keiner, ne? War der Megalodon vorher auch schon da? Ja, der war eben auch schon da. Kann ich mir einen rausholen? Ich bin ja, warte. Ich überlege, wie ich zum Mucke komme. Okay. Oder haben wir? Warte, du musst uns rausholen. Geh nieder, Dau. Echt? Wieso? Ja, doch, warte. Ah, ihr könnt über den Quetzal, könnt ihr. Springt hoch und dann könnt ihr einsteigen. Wir boxen gerade die Türe auf. Boxen die Tür auf. Alles klar. Ich noch eine Etage runter. Was haben die hier? Hier hatten die nur. Oh, guck mal, der Quetzal hat ein Ei gelegt. Hat ihn so sehr gefreut, dass er ein Ei gelegt hat. Ja, hier ist eigentlich nichts mehr, wir können weiter.
Wenn wir schnell genug weg sind, dann merken die gar nicht, dass wir die geradet haben. Oder die merken das nicht. Die sehen nicht, wer die geradet hat. Ja, das finden die bestimmt lustig. Alles klar. Leute, kann einer das Mammut mal, wir wissen es, hier ist gar kein Mammut. Das Mammut kommt hier gar nicht vorbei. Macht der Quizzle mehr Schaden als mein Viech? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Oh oh, ich glaube, da ist jemand pisst auf uns. Ha, genau. Okay. So, Mehmet. Der Mehmet, der kommt jetzt erstmal weg. Ich frage mich, ob die vielleicht woanders eine Base gebaut haben. Mit einer Pike geht das schnell kaputt. Ja, ich versuche gleich mal mit dem Quetzel. Guck mal. Hier hat auch jemand gebaut. Ist das Mammut von denen mitgenommen? Ja. Hier ist bei noch eine Base. Da könnte man gleich auch vorbeischauen. Aber hier ist ein Treibhaus. Treibhaus mache ich nicht kaputt. Aber hier. Jo, da sind wahrscheinlich Admins oder so. Irgendjemand hat hier was kaputt. Ja, die haben hier eine Höhle kaputt zugebaut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Höhle, sobald wir Dinger haben. Wenn die Granaten da sind, gehen wir in die Höhle. Ich glaube nämlich, ach komm schon, diese Leckpflanzen. Werden wir gleich kaputt machen. Wenn wir schon dabei sind, dann kann man hier gleich auch kaputt machen. Wie lange hat er noch Toxic Gift? Gift ist gleich weg, dann hört's auf, diese Lecks. Hier ist der Deichmann. Der Gigante packt ja immer noch beim Wasser rum. Unser oder ein anderer? Nee, der Wilde. Ja, den ziehen wir uns vielleicht auch mal. Level 20 Gigante ist auch nicht schlecht. Okay, wir können da rein. Wir gehen da auch gleich rein. Wir gehen da auch gleich rein. Ich will nur A, will ich erstmal. Mein Vogel ist in Sicherheit. Raketenwerfer mit 10 Schuss. Perfekt. Perfekt. Perfekt.